So, da sind wir auch schon wieder. So, auch mit dem Mauskursor. ja. Gut, wie gesagt, ich habe nur ganz kurz unterbrochen. Denn ich habe jetzt vor, eigentlich dann die Mission und damit das Spiel auch heute zu beenden, mit dieser Aufnahmesession. Deswegen kümmern wir uns darum, dass wir noch mehr Schwertkämpfer kriegen. Während mehr Kinder eintrudeln. So, du sollst die Kaserne verlassen. Und ja, wir haben 10 Axtkämpfer gekriegt. Ja, praktisch. Ob die zu den 40 Mann zählen, die wir da brauchen. Wie viel stark sind die eigentlich? 80, 30 zu 70, 60. Also ja, mehr Angriff, aber weniger Verteidigung. Und sie laufen auch schneller. Also vom Gefühl her laufen sie auch schneller. Nö, sie sind beide gleich schnell. Das Problem ist, die kann ich nicht mit Bier ausrüsten. Das heißt, ich muss sie erstmal unten lassen, damit sie die Fischerhütte leer futtern, den Jäger leer futtern und dann im Vorratszelt alles leer futtern. So, der nächste Schwertkämpfer. Ihr seid hungrig. Das heißt, ihr futtert erstmal den Fischer leer. Gut, und eigentlich können sie auch ebenso gut hier oben dann Nahrung essen. Wie sieht eigentlich unsere Ledervorräte aus? Ah, du musst bald mal wieder jagen gehen. Wie viele Schuhe haben wir denn? Ach, ja gut, stell doch das Paar her. Können wir dich auch gleich wieder zum Jäger machen. Wie gesagt, es ist doof, dass wir euch nicht mit Bier ausrüsten können. So, dafür können wir hier wieder mehr Leute trainieren.
Kinder werden. Oh, bald erwachsen. Krieger haben wir jetzt 31 mittlerweile. So, die ersten Erwachsenen kommen. So, die sehen vollgefuttert und gut versorgt aus. Also vollgefuttert und ausgeschlafen, meine ich. Ja? Ja. Ja. So, dann machen wir schon mal alle zu Schwertkämpfern. Ja, gerade uns geht auch langsam das Bier hier aus, aber da oben haben wir noch genug Bier. Du bist erwachsen. Du bist hungrig. Ah, hast du jetzt gegessen? Ja, hast du. Ja. Unser Bäcker kann trainiert werden, also Bjarni. Du kannst trainiert werden. So, jetzt musst du auch du erwachsen werden, denke ich mal. Ja. Und ja, jetzt holen sie alle Eisenrüstung, hä? Mhm. Na, ich hab nur 39. Finde ich interessant. Müsste eigentlich schon 40 haben. Oder habe ich hier noch... Oh, ich habe ja noch zwei Zivilisten. Ein lauter Kriegsschrei erhob sich im Norden. Aus zwei Drachenschiffen sprangen Mann um Mann an den Strand. Schwer bewaffnet bis an die Zähne begann sie sofort mit dem Angriff. Es waren unsere Männer aus der Heimat, welche die Marathon-Brüder zu uns geführt hatten, um uns in der entscheidenden Schlacht gegen meinen Onkel, seinen fanatischen Anhänger und seine fanatischen Anhänger beizustehen. Nie hatte ich mich mehr gefreut über den Anblick so vieler treuer Freunde. Es hieß es, Handeln und dem Feind gemeinsam entgegentreten. Ja. Unsere Truppen sind da noch nicht so weit. Oh.
Aber sie dünnen für uns schon mal wenigstens den Gegner aus. Ja. Ja, Marathon-Sippe hat diese Welt verlassen. Aber jetzt können wir sicher sein, da hier so viel aufgedeckt wurde. Und hier noch sehr viele Krieger rumwuseln, dass der Gegner wahrscheinlich hier in der oberen Ecke sein wird. Also ja, sobald wir wieder nur noch 4 hier drin haben. Oh, und wir haben keinen Stein mehr. Dann mal wieder Bier gegen Holz. Denn unser Holz geht langsam etwas zur Neige. Können wir eigentlich sonst noch was hier eintauschen, was nützlich ist? Weizen gegen Leder, aber nee. Hm. Also ja, hier stehen jetzt schon ein paar Gegner herum. Hier wurden ja auch viele von der Marathon-Sippe besiegt. Und unser Missionsziel ist ja, den falschen Regengott zu besiegen. Das heißt, sobald Quetzalcoatl fällt, müsste die Mission gewonnen sein. Du hast eine Eisenrüstung, ist auch gut. Du gehst wieder zur Arbeit, ist auch okay. Ja, Schusterei steht schon lange leer, weil wir ja jetzt wieder unseren Jäger arbeiten lassen. Du machst hier wieder für sorgst hier wieder für Kahlschlag. Jetzt kannst du mal wieder dafür sorgen, dass Möbel hergestellt werden. So, und wir haben auch die letzte Rüstung aus der Rüstungsschmiede geholt.
Also ich werde wahrscheinlich die 8 Bögen und 8 Waffenröcke benutzen. Um Bogenschützen zu machen, dann haben wir 20, 18 plus die indianischen Kämpfer. Eigentlich. Und ja, noch zwei Schwertkämpfer dazu. Hier gibt's Nahrung, wo sich die Indianer voll futtern können dann. Wenn wir dann da oben angekommen sind. Ja, das wird ein langer Marsch werden. Meine Wikinger haben Bier, aber die Indianer haben halt nichts. So, das heißt die letzte Truppe Kinder. Das ist gut. Jo. Jo. Ja. Was tut? Jo. Werden wir uns holen. Was tut?